Oh, hallo. Ja, eine mir häufig gestellte Frage ist, welche Schnur fischst du? Darum geht es in diesem Video. Ja, um es zu präzisieren, weil der eine oder andere von euch wird es sicher genau wissen wollen, ich fische Angelschnur. Und zwar grüne Angelschnur, gelbe Angelschnur, blaue Angelschnur, rote Angelschnur, Angelschnur, die ganz bunt ist. Also mal Spaß beiseite. Am Meer zum Spinnfischen geht natürlich nur geflochtene Schnur. Das hängt mit der Tragkraft und damit in Verbindung den dünneren Durchmesser zusammen, der geringeren Dehnung. Das sind Faktoren, die man halt beim Spinnfischen braucht. Und deswegen kommt eben nur geflochtene Schnur in Frage. Welche Schnurstärken? Das hängt natürlich davon ab, welche Fischarten ich erwarte, auf welche Wurfweiten ich kommen muss, vielleicht auch, ob ich das riskieren kann, ob der Untergrund bzw. ob das Wasser Hindernisse hat, ob ich den Fisch leicht rausziehen kann, weil er eben vielleicht schwächer ist, oder ob es ein sehr kampfstarker Fisch ist in einer schwierigen Umgebung mit vielen Felsen. Das beeinflusst, welche Schnurstärken ich fische. Ich fische relativ leicht bzw. dünne Durchmesser im Vergleich zu vielen anderen, die am Atlantik und hier am Nordatlantik in Norwegen fischen. Meine Erfahrung ist, dass die Kraft, die man selbst mit der Rute einsetzt und die Kraft, die man selbst daran zieht, bei weitem überschätzt wird. Oh, der Fisch hat gezogen. Es ist halt ein gewaltiger Hebel, gerade über eine 3 Meter lange Rute. Und es kommt einem dann so vor, als würde man dann ziehen wie verrückt. Aber seien wir mal ehrlich, mit einer Spinnrute mit 100 Gramm Wurfgewicht eine 20er geflochtene zu zerreißen, also indem ich halt wirklich ziehe. Als Beispiel hier meine Kinetic, wirklich eine Hochklasse-Rute mit 120 Gramm Wurfgewicht, und die ist 5 Kilo Zugkraft garantiert. Also 5 Kilo könnte ich damit praktisch unter voller Belastung ziehen und hebeln. Ja, bedenkt, man hat da eine 20er Schnur drauf, eine 20er geflochtene, die hat realistisch betrachtet etwa 8-9 Kilo Knotentragkraft. Also diese deutschen illusorischen Sachen, die lassen wir mal da jetzt außer Acht. Was auf den Packungen draufsteht, das ist Humbug. Jedenfalls nehmen wir mal an, wir haben 8-9 Kilo Knotentragkraft. Die würde ich mit dieser Rute hier gar nicht ziehen können. Warum sollte ich mir dann eine dickere Schnur drauf machen, wenn ich sie sowieso nicht voll belasten kann? Wofür brauche ich dann eine Schnur, meinetwegen 30er geflochtene oder noch dicker, die dann 20, 30 Kilo Tragkraft hat, weil ich sie sowieso nicht zerreißen kann, weil ich sie sowieso nicht drillen kann? Auf der anderen Seite verliere ich aber enorm an Wurfweite, enorm an der Köderführung und natürlich auch an der Sichtigkeit und all solchen Dingen. Das heißt, ich fische relativ dünn. Was heißt das? Auf Meerforellen und Fischen in dieser Kategorie fische ich mit einer 08er, PE 08. Mein typisches Spinnfischen auf den Kanaren, auf Barracuda, Bonito, Bluefish mit einer PE 1. Und wenn es bewusst auf Fische geht oder man erwarten kann, dass die Fische relativ groß und relativ stark sind, meinetwegen Mahi Mahi oder in der Westsahara auf Palometon, auf Lierfisch, da verwende ich auch schon mal eine PE 1,5. Das heißt in Millimeterangaben ungefähr eine 14er geflochten auf Meerforellen, eine 16er bis 18er auf Barracuda Bonito und 20 bis 0,23 auf Goldmakrelen, kleinere Thune und eben Lierfisch. Aber selbst mein Bonito, meinen größten Bonito von über 7 Kilo, wahrscheinlich 8 Kilo, habe ich mit einer 0,16er gefangen, also einer PE 1. Ebenso wie meinen größten Bluefish von über 10 Kilo. Ich glaube, der hätte sogar 12 Kilo gehabt. Ja, also es geht also schon, wenn man entsprechend vorsichtig drillt, die Bremse gut eingestellt hat, die Bremse auch gut funktioniert. Hat man natürlich irgendwo in diesem System einen Fehler, eine ruckende Bremse, eine hakende Bremse oder eine Rute, die in der Spannung nicht richtig arbeitet und federn, vielleicht weil sie schon zu weich und zu überlastet ist oder weil sie einfach viel zu hart ist, dann kann es natürlich schwierig werden. Aber für mich war eine 0,16er bis 0,18er eigentlich immer ausreichend auf Fische bis maximal 10 Kilo. Fischt man in der Region, wo viele Hindernisse zu erwarten sind, wo ich den Fisch also schnell herausdrillen muss, auf Biegen und Brechen sozusagen und in dem Fall auf Schnurbruch, dann sollte ich natürlich eine Nummer stärker wählen. Aber nach meiner Erfahrung ist eine PE 1,5 eigentlich immer ausreichend. Wer auf absolute Nummer sicher gehen will, PE
2, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Das kriegt man kräftemäßig, wie ich schon beschrieben habe, weder vom Gerät her noch von seinen eigenen Kräften bewältigt. Wenn man natürlich auf wirkliche Großfische spinnt oder beziehungsweise damit auch rechnen muss, meinetwegen ein Amberjack von 20 Kilo oder eben ein Tuna von 50 Kilo, da sind dann solche Größenordnungen PE3, PE4 angesagt. Das ist aber auch klar, weil da ist das Gewicht halt auch ein anderes. Aber da fische ich auch eben auch nicht mit einer Diver 4000 oder mit einer Diver 5000er Rolle, sondern da habe ich eben eine 8000er bis 14000er. Ebenso wie die Rute eben keine 120 Gramm Wurfgewicht hat, sondern dann eben 250 Gramm Wurfgewicht. Das sind ganz andere Hausnummern. Ich empfehle zum Spinnfischen immer kräftige Farben. Die geflochtene Schnur muss uns als Bissanzeiger zusätzlich dienen, wenn der Biss im Fallen erfolgt, im Fallen, im Sinken des Köders. Oder dass wir auch den Fisch im Drill lokalisieren können, wo er denn gerade am Ufer lang zischt. Das sieht man mit einer farbigen Schnur einfach viel besser. Am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, so Stealth- und Camouflage-mäßig, wie es nur irgendwie geht. Das heißt, diese typische olivgrüne Schnur gefischt oder sogar mal schwarz gefischt. Im Endeffekt, wir haben ein langes Fluorocarbon, was die Sichtbarkeit für den Fisch reduziert. Das reicht vollkommen aus, wenn das 60, 80, 1,20 Meter lang ist. Kommen wir wieder zurück zu den Schnurstärken, den Schnurdurchmessern. PE1 ist, wie gesagt, ungefähr 0,16 mm. Und ja, das solltet ihr zu Hause mal überprüfen, denn gerade in Deutschland wird da beschissen. Gleiches gilt für die Tragkraft, die in Deutschland als Kilogramm angegeben wird. Und da macht zum Beispiel die Firma den Betrug, dass sie letztendlich den Durchmesser, den sie in Amerika mit meinetwegen 20 Lip verkauft, den gleichen Durchmesser in Deutschland mit Kilogramm verkauft. Das Problem ist bloß, dass ein Lip kein Kilo ist, sondern nur 457 Gramm und dass es ein gewaltiger Unterschied ist. Ich glaube, hier so bei einer 0,16 oder sowas sind wir schon bei 20 Kilo. Das könnt ihr natürlich völlig vergessen. Die Schnüre halten real mit einem guten Knoten, mit dem besten Knoten, den man haben kann. Und zieht, dann haben die real 6,5, 7 Kilo maximal. Schnüre, die mit 20 Lip zum Beispiel angegeben sind. So, messen wir das mal hier aus. Und die Schnur hier, die ist, fühlt sich sehr dünn an und hat auch tatsächlich hier 0,15, 0,14... Super geschmeidig, obwohl, wie gesagt, als 0,16 angegeben. Das hat man selten, dass eine Schnur dünner ist als angegeben. Die hier, die hatte ich eben schon in der Hand, die fühlte sich dicker an. Ja, das spürt man auch direkt. Die hat 0,18, 0,17 kriege ich so runter. Das ist auch normal eigentlich. Bei einer 0,16er, die als 0,16 angegeben ist, 0,18, 0,19, sowas in der Kante. Die fische ich eigentlich regelmäßig. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich die 12-fach-Schnur mal ausprobiere. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich vor ein, zwei Jahren mal eine 12-fach ausprobiert habe und das war ziemlich furchtbar, weil die sich so auffaserte. Die fühlt sich allerdings ziemlich dick an, ist auch die dickste im Test bei PE1. Und deswegen mache ich die mal drauf. Dafür will ich erstmal diese Schnur umspulen auf die andere Rolle und ich verwende dazu einen Blutknoten. Es ist so, dass ich selten mehr als 150 Meter, hier steht glaube ich auch 150 Meter drauf, ja, 150 Meter Schnur verwende. Das heißt, ich habe die unterfüttert mit einer anderen Schnur, meistens mit einer dickeren Schnur und fische aktiv nur 150 Meter, da eigentlich kein Fisch mehr als 150 Meter Schnur abzieht. Weiß ich das natürlich, wie auf Mai Mai oder sowas, da mache ich die ganze Schnurstärke mit einer Schnur ohne jeden Knoten voll. Aber in der Regel reichen halt 150 Meter und die verbindet man eben mit einem Schnurknoten. Ja, das ist der einfache Blutknoten. Also noch nicht mal mit der Sicherungsschlaufe, die man natürlich auch noch reinmachen kann. Meine Erfahrung ist aber, dass der vollkommen ausreichend ist. Ich glaube, 90% der realen Schnurstärke hält der Knoten. Ich habe mich da schon öfter drauf verlassen. Selbst beim Rochenangeln hatte ich mal gestückelt die Schnur. Da natürlich mit wesentlich stärkerer Schnur. Also mit einem PE1 braucht man da nicht anfangen. Da braucht man PE3 oder PE4. Der hält auf jeden Fall bombenfest Blutknoten. Sollte man können. Auch wenn man mal einen Hänger hat und blöderweise irgendwie die Schnur zwischendurch gekracht ist, dass man da vielleicht die Schnur noch retten kann. So, die Schnur ist mittlerweile umgespult. Die rote auf die Saltist. Sieht sehr passend aus.
Das ist eine vierfach geflochtene. Ab und zu fische ich sowas auch noch. Wie in meinem E-Book beschrieben, hat die vierfach geflochtene bessere Abriebseigenschaften. Und früher, als ich das Buch geschrieben habe, waren viele Achtfachschnüre fürs Meeresspinnfischen eher ungeeignet, weil die sich sofort aufsplisten. Das hat sich inzwischen geändert. Deswegen habe ich auch hier abgedatet. Tatsächlich ist auf der Salt Tiger drunter, also unter der Schnur als Backing-Schnur, unter der Hauptschnur, auch schon eine blaue Schnur gewesen. Tatsächlich der gleichen Farbe. Allerdings ist das hier eine 12-fach und das hier ist definitiv eine 8-fach. Fühlt sich jetzt haptisch nicht unterschiedlich an. Also ist nicht irgendwie geschmeidiger oder sowas, kann ich gar nicht sagen. Eher würde ich sogar sagen, die 8-fach ist geschmeidiger. Trotzdem kommt die jetzt drauf. Auch da wieder mit dem Blutknoten die Verbindung. Der Blutknoten ist auch hier jetzt gebunden. Da sieht man, glaube ich, ganz gut. Und jetzt geht's ans Aufkurbeln der beiden blauen Schnüre. Generell empfehle ich sowieso jedem, die Schnur selber aufzuziehen, denn Händler bringen es oftmals fertig, natürlich aus finanziellen Gründen mehr Schnur aufzubringen als eigentlich nötig. Und nicht nur das, dass sie die Schnurspule überfüllen, also dass sie sowieso zwangsläufig 1, 2, 3 Knoten bilden würde, sondern auch meistens mit viel zu viel Druck, dass man eben mehr Schnur draufkriegt, mehr Geld dran verdient und dann natürlich die Windungen, die stimmen überhaupt nicht überein mit dem, was die Rolle natürlicherweise physikalisch auf die Spule aufbringen würde. Die Wicklungen, die stimmen nicht. Und deswegen kommt es halt sehr oft zu Problemen. Ich habe das jedenfalls seit meiner Kindheit durchgehend erlebt, wenn ich irgendwo in einem Angelladen mir Schnur habe aufspulen lassen. Schnurkringel, viel zu viel Schnur drauf und ja, seit ungefähr 10 Jahren mache ich die Schnur nur noch selbst drauf. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Hilfswerkzeuge. Ich verwende das hier. Das schraubt man so zusammen. Wenn die Spule drauf ist, wird es dann hier auf die Rute draufgeschoben und man kann dann halt die Schnur darunter kurbeln. Ihr seht es gleich, wenn es fertig ist. Und wovon ich abraten möchte, ist diese Methode, die Spule einfach so blank auf den Boden zu legen und die Schnur dann praktisch hier rüber abzuziehen. Das gibt halt Schnurkringel ohne Ende. So, jetzt kann man es hier über die Rute drüber stülpen und auch damit klemmen gleichzeitig. Und natürlich den Druck mit dieser Schraube einstellen, wie viel Zug ich aufwenden muss, damit die Schnur unter einem gewissen Druck eben auch auf die Rolle kommt. Bremse anziehen und los geht der Spaß. Den Zug, den ich hier ungefähr einstelle, ist der von einem Wobbler mit ziemlich viel Wasserwiderstand oder von einem Blinker mit ziemlich viel Wasserwiderstand. Also dass man schon ein bisschen arbeiten muss, um die Schnur auf die Rolle zu bringen. Sollte schon eine Spannung eben da sein, ansonsten ist die Gefahr, dass sich eben lose Schlaufen beim Werfen mit rauswerfen und dann eben Schnurknoten bilden oder auch umgekehrt. Zu viel Druck bedeutet, dass sich halt die Schnur, besonders die geflochtene Schnur, auf der Rolle eingraben kann und dann eben zu Schnurabrüssen führt. Ja, was ist noch zu beachten bei der Rollenfüllung? Niemals zu voll. Hier sieht man es ganz gut. 1 Millimeter unter den Spulenrand. Und damit meine ich den Spulenrand. Bei Shimano-Rollen gibt es so eine geschrägte Kante. Also die Schnur sollte nicht bis auf die geschrägte Kante gefüllt werden. Und bei den Diver-Rollen 1 Millimeter mindestens hinter dem Spulenrand. Wenn nicht sogar 1,52. Ich weiß, viele denken, wenn sie in Urlaub fahren, sie müssten besonders viel Schnur auf die Rolle knallen, weil man reißt ja was ab. Aber letztendlich ist so, dass man mit viel zu viel Schnur viel, viel eher einen Windknoten kriegt, was besonders eben im Urlaub an atlantischen Gewässern, Kanaren durch den Wind besonders bedingt ist. Und dann endet man mit dem Schnurknoten 30, 40 Meter draußen, reißt das dann ab, der Köder fliegt von dann und dann endet man mit weniger Schnur, als man eigentlich hätte. Auch die Rollenhersteller, die denken sich was dabei, wenn sie in ihren Gebrauchsanweisungen schreiben, wie voll die Schnurfüllung sein soll.
Die würden auch gern mehr Schnur verkaufen, bloß sie sagen mit Absicht weniger Schnur, als ihr machen würdet. Ganz einfach, weil die wollen, dass ihr auch Spaß mit der Rolle habt, sonst kauft ihr die eben auch nicht normal, wenn die ständig Knoten produziert, weil sie zu viel Schnur drauf hat. Also, genau füllen, nicht überfüllen. Das endet oft mit zu wenig Schnur. Ja, die häufige Frage zu meinen Videos, welche Schnur ich fische, die habe ich jetzt hiermit ausführlich beantwortet, denke ich. Weitere Tipps und natürlich auch das ganze Thema ums Spinnfischen am Meer habe ich in meinem E-Book zusammengefasst. Manch einer wird wahrscheinlich erhofft haben, dass ich Namen nenne, aber ich angele eben markenunabhängig. Und wie ich eigentlich häufig genug bewiesen habe, braucht man auch keine Marke, um einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Ich habe, wie ich in dem Video gezeigt habe, auch eine bestimmte Marke, die ich häufig fische. Und mit der habe ich auch die meisten Kapitalen rausgezogen. Ja, bevor es hier in Norwegen jetzt noch stärker anfängt zu regnen, mache ich lieber noch ein paar Würfe. Und ihr könnt euch die Zeit vertreiben mit meinen anderen Videos. Tschüss!